Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und meinem Lesemonat Juli. Ich habe insgesamt 9 Bücher gelesen und ich lege los mit Du sagst es von Conny Palmen. Wer meinen Kanal und insbesondere meine Challenge Die Rache des Sub aufmerksam verfolgt, der wird wissen, dass das einer der Titel war, die auf meiner Leseliste für Oktober gelandet sind und demnach konnte ich zumindest dieses hier jetzt schon im Juli beenden. Du sagst es erschien 2015 im niederländischen Original und 2016 in der Übersetzung von Hanni Ehlers und es geht um die Ehe zwischen Ted Hughes und Sylvia Plath. Die Geschichte hier ist aus der Sicht von Ted Hughes geschrieben. Conny Palmen nahm sich dafür die Tagebücher sowie die Werke der beiden Autoren und Briefe zur Hilfe sowie andere Berichte, die über die Ehe der beiden geschrieben wurden. Es gab ja eine riesige Schlammschlacht nach dem Selbstmord von Sylvia Plath und insbesondere Ted Hughes wurde viel Schuld am seelischen Zustand von Sylvia Plath gegeben. Und demnach wollte Conny Palmen vermutlich eine Gegendarstellung aus der Sicht von Ted Hughes schreiben, wobei es weiterhin ein fiktionales Werk ist und demnach die Frage im Raum steht, inwiefern das jetzt der Wahrheit entspricht oder der Sichtweise von Ted Hughes, der sich da in der Form eben nie zu geäußert hat. Es geht hier drin um das Kennenlernen zwischen Ted Hughes und Sylvia Plath sowie die ersten Jahre der Beziehung und dann die Ehe der beiden, die Familiengründung und es endet mit dem Selbstmord von Sylvia Plath, der Art und Weise, wie Ted Hughes davon erfahren hat und dem, was danach kam. Ich muss dazu sagen, dass ich nichts von Ted Hughes gelesen habe und von Sylvia Plath lediglich die Glasglocke kenne. Die Entstehung des Werkes wird natürlich auch hier drin thematisiert, also man begleitet auch den schriftstellerischen Erfolg der beiden. Und direkt auf den ersten paar Seiten wird deutlich, dass wir es hier nicht mit einer Beziehung zu tun haben, die auf bedingungsloser Liebe fußt, sondern mit einer, die vorwiegend von Leidenschaft getrieben ist, wo aber auch ganz, ganz viele negative Gefühle mit hineinspielen, sowas wie Abhängigkeit, Macht, aber auch Eifersucht. Man spürt auch einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen den beiden Schriftstellern, also zumindest Sylvia Plath hat immer einen gewissen Neid, wenn sie auf den schriftstellerischen Erfolg von Ted Hughes schaut, zumindest wenn man dem Buch hier glauben mag. Und zumindest auch Sylvia bringt einige psychische Probleme mit in die Beziehung, die natürlich auch noch Einfluss nehmen. Das sind auch Dinge, die aus der Glasglocke so ein bisschen hervorgehen. Das ist insbesondere eine sehr komplizierte Beziehung zu ihren eigenen Eltern und insbesondere zu ihrem Vater, was eben auch so einen gewissen Einfluss nimmt auf die Art, wie sie Ted Hughes sieht. Und außerdem ist da sehr, sehr viel Manipulation auch noch im Spiel. Das heißt, es macht wirklich keinen großen Spaß, den beiden durch ihre Beziehung oder Ehe zu folgen, weil man sich wirklich an den Kopf fasst. Als jemand, der da eher so ein bisschen nüchterner unterwegs ist, fragt man sich wirklich, wie sich zwei Menschen derart zerstören können und immer noch behaupten, sie vergöttern einander und brauchen den anderen ganz dringend, um überleben zu können, wenn sie gleichzeitig so, so viel Schreckliches tun, um dem anderen weh zu tun. Also das sind so Dinge, die ich immer nur schwer begreifen kann. Allerdings passt es so ein bisschen zu der beschriebenen Persönlichkeit auch außerhalb der Beziehung der beiden, denn sie sind wirklich alles andere als bodenständige Menschen, zumindest so, wie ich sie hier in diesem Buch kennengelernt habe. Ich habe gelesen, dass Conny Palmen den Stil von Ted Hughes ganz gut nachahmt, wobei ich das, wie gesagt, nicht beurteilen kann, weil ich noch kein Werk von Ted Hughes gelesen habe und es wohl auch nicht tun werde. Er hat vorwiegend Lyrik geschrieben und da habe ich keinen Zugang zu. Mir ist allerdings schnell aufgefallen, dass die Sprache auch in diesem Buch sehr emotional und überladen, fast theatralisch und bildhaft ist. Etwas, das ich bei Literatur nicht besonders mag und das auch wirklich nach ein paar Seiten extrem anstrengend für mich wurde. Dazu kommt, dass Ted Hughes ganz begeistert ist von esoterischen Dingen. Also er glaubt an Sternzeichen, an Geister, er glaubt an Hypnose, an Symbole, Omen, das Schicksal. Und das macht es für mich noch schwieriger, diese beiden erwachsenen Menschen nachzuvollziehen in ihren Handlungen und Gedanken. Ich habe zwischenzeitlich auch darüber nachgedacht, das Buch abzubrechen. Es las sich dann aber doch ganz gut und es war eine schöne Abwechslung zu meiner sonstigen Lektüre, sodass ich es am Ende komplett gelesen habe. Ich bin allerdings nicht begeistert von diesem Buch. Also es wundert mich wirklich nicht, dass die sich allesamt ins Grab gebracht haben. Also auch die Kinder von Sylvia Plath und Ted Hughes hatten kein glückliches Leben und allein wie die Menschen miteinander umgehen, lässt auch fast nichts anderes zu. Es ist für mich fast schon auf eine perfide Art faszinierend, wie Menschen derart zerstörerisch und auch selbstzerstörerisch durchs Leben gehen können, ohne sich selbst mal zu reflektieren, immer mit der Annahme, so sind sie halt und so müssen andere mit ihnen umgehen und das ist eben die Art von Genialität oder Leidenschaft, die aus ihnen spricht und die sie auf keinen Fall in irgendeiner Weise
kastrieren möchten, um irgendwie verträglicher zu sein, aber dass sie sich damit eben auch selbst komplett zerstören, ist ihnen irgendwie überhaupt nicht bewusst, mal abgesehen davon, was für Leid sie in ihrer Umgebung damit anrichten. Und demnach fand ich die allesamt entsetzlich und frage mich, ob das wirklich der Preis für Genialität ist und habe dadurch jetzt eher nicht das Gefühl, dass ich mehr von diesen beiden Personen wissen möchte, sondern dass ich fast froh wäre, ich hätte weniger gewusst. Ich glaube auch nicht, dass ich dadurch jetzt nochmal Lust bekomme, die Glasglocke von Sylvia Plath zu lesen, weil mich die Lektüre hier in Bezug auf ihren Charakter zumindest ein wenig ernüchtert hat. Wie gesagt, abgesehen davon, dass man nicht genau weiß, was davon jetzt wahr ist und was nicht, denke ich schon, dass da gewisse Ansätze von korrekt sind. Und ja, es hat mir eher so ein bisschen die Lust genommen, mich mit beiden Personen etwas näher zu beschäftigen. Es war aber an sich eine gute Lektüre, wenn einem sowas liegt, wenn man von solchen Beziehungen auch gerne liest, dann sollte man zu dem Buch greifen oder einen die Figuren wirklich derart interessieren, dass man da tiefer einsteigen möchte, ist das sicherlich auch ein Werk, das man dazu zur Hand nimmt. Was ich ganz interessant finde, war, dass im Nachwort steht, dass Ted Hughes wohl eine verschlossene Kiste hinterlassen hat und in seinem Testament schrieb, dass diese Kiste 2023 erst geöffnet werden darf. Das heißt, das sind jetzt noch 2 Jahre und vielleicht sind in dieser Kiste Dokumente enthalten, die nochmal ein ganz anderes Licht auf die Geschehnisse werfen und auf die Beziehung und Ehe der beiden. Das fände ich durchaus interessanter, noch etwas zu hören. Ich glaube allerdings nicht, dass ich mich literarisch noch weiter mit beiden beschäftigen werde. Ich beendete im Juli außerdem das Hörbuch zu Verblendung von Stieg Larsson. Das ist der erste Teil der Millennium-Trilogie. Hier sollte man vermutlich wissen, falls ihr es nicht schon längst wisst, ich wusste es nicht, dass die Millennium-Trilogie auch posthum veröffentlicht wurde nach dem Tod von Stieg Larsson und eigentlich 10 Bände umfassen sollte. Das heißt, diese ersten 3 Bände waren die einzigen, die er vor seinem Tod noch so weit fertigstellen konnte, dass sie veröffentlichungsfähig waren. Der 4. bis zum 6. Band lagen zumindest in einem Großteil als Manuskript vor und alle anderen Teile gab es nicht mal im Ansatz. Das heißt, es wird niemals möglich sein, diese Reihe, so wie sie gedacht war, zu veröffentlichen. Stieg Larsson war Journalist und außerdem Herausgeber des Magazins Expo, das sich mit Rassismus und Nationalsozialismus beschäftigt. Er galt in Schweden auch als Experte auf diesem Gebiet und es ist eben auch ein Themenkomplex, den er in diese Reihe integriert hat, also auch etwas, das in dieser Trilogie, die veröffentlicht wurde, eine große Rolle spielt. Und der Protagonist der Millennium-Trilogie scheint Parallelen zu Stieg Larsson aufzuweisen, denn er ist selbst Journalist und Herausgeber des Magazins Millennium, das sich ebenfalls auf Enthüllungsjournalismus spezialisiert hat. Da geht es vorwiegend um wirtschaftliche Themen. Und dort erschien erst vor kurzem ein größerer Artikel über den großindustriellen Wennerström, wo ihm schwere oder massive Wirtschaftsverbrechen vorgeworfen werden. Allerdings war die Beweislage offensichtlich nicht gut genug und Mikael Blomqvist verliert eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Wennerström, was seinen Ruf massiv schädigt und ihn auch dazu zwingt, das Magazin zu verlassen und sogar für ein paar Monate ins Gefängnis zu gehen. Er möchte sich also erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen und bekommt dazu ein sehr passendes Angebot von einem anderen Großindustriellen, nämlich Harald Wanger, der ihm anbietet, einen Fall zu lösen, der schon viele Jahrzehnte zurückliegt. Und zwar geht es um das Verschwinden von Harriet, einer Angehörigen von Harald Wanger. Das Ganze fand statt auf einer kleinen Insel in Schweden, wo sich die gesamte Familie Wanger aufhielt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Insel auch abgeriegelt war. Das heißt, es gibt eigentlich einen sehr, sehr kleinen Personenkreis an Verdächtigen, die überhaupt etwas mit dem Verschwinden von Harriet Wanger zu tun haben könnten. Und trotzdem konnte dieser Fall nie aufgeklärt werden. Es ist nicht klar, ob sie verschwunden ist, ob sie getötet wurde. Auf jeden Fall möchte Harald Wanger vor seinem Tod herausfinden, was mit Harriet passierte und wünscht sich die Unterstützung von Mikael Blomqvist, bietet ihm sehr viel Geld dafür an, dass er ein Jahr recherchiert und etwas herausfindet. Und er nimmt diesen Auftrag an und umso tiefer er sich hineingräbt in die wenigen Beweise, die es gibt, umso mehr er in dem Fall recherchiert und mit den Menschen spricht, die damals auch auf der Insel waren und eben potenzielle Verdächtige sind. Ein Großteil davon sind Angehörige des Wanger-Konzerns. Desto mehr Seltsamkeiten fallen auf und desto eher wird deutlich, dass der Fall größer ist als ursprünglich gedacht. Unterstützt wird Mikael Blomqvist bei seiner Ermittlungsarbeit durch Lisbeth Salander, eine Hackerin, eine etwas ungewöhnliche Protagonistin, die hervorragende Arbeit leistet, aber etwas unkonventionelle Mittel dafür nutzt. Die beiden kommen miteinander in Kontakt, weil Lisbeth Salander eine ganz persönliche Verbindung zu diesem Fall oder zu ähnlichen Fällen hat und es ihr eine Herzensangelegenheit ist, dabei zu helfen. Und so kommen diese beiden sehr unterschiedlichen Protagonisten zusammen und ermitteln in diesem
komplexen Fall. Der schwedische Titel lautet Von Männern, die Frauen hassen, und das ist ein Titel, der deutlich besser zum Inhalt passt als die deutsche Variante, Verblendung. Denn es kommt in diesem Buch zu vielen Gewaltverbrechen, die an Frauen verübt werden, und zwar explizit, weil sie Frauen sind. Das heißt, Frauenhass ist hier ein Thema, das aufgearbeitet wird, sowie eben Rassismus und Faschismus, wie eingangs erwähnt. Hatte Stieg Larsson an diesem Thema ein großes persönliches Interesse, und auch das wird hier eingewoben. Und außerdem hat man es in Bezug auf die Verbrechen, die aufgeklärt werden, mit einem fundamentalistischen christlichen Glauben zu tun, der ebenfalls in Kritik steht. Und so ergibt sich schnell ein sehr, sehr unangenehmes und düsteres Bild von den hier geschilderten Straftaten, die aufgeklärt werden sollen, sowie den Motiven des Täters. Und dabei gefiel mir sofort die sehr dichte und düstere Atmosphäre in diesem Buch. Es ist kein Thriller, er ist dafür viel zu langsam erzählt. Es ist wirklich eher ein Kriminalroman, wo man wirklich langsam erst Erkenntnisse sammelt, wo aber viele Details enthalten sind, die eben diese dichte Atmosphäre heraufbeschwören. Und das ist vermutlich auch genau das, was man sich von Krimis oder Thrillern aus diesem Sprachraum erwartet, aus dem Skandinavischen, wo es alles einfach so ein bisschen düsterer, kälter und dunkler ist, gerade wenn man so an die Winterjahreszeit dort oben denkt. Einige der hier beschriebenen Morde sind wirklich widerlich und extrem. Das Gute daran ist, dass man dem Mord selbst nicht beiwohnt, sondern er immer in der Vergangenheit liegt und nur geschildert wird, unter welchen Umständen das Opfer gefunden wurde und mit welchen Verletzungen und wie man sich den Tathergang erklärt. Aber alles, was damit zu tun hat, ist wirklich, wirklich extrem. Und das sage ich jetzt aber als jemand, der grundsätzlich wenig in dem Genre liest. Das heißt, wenn ihr jetzt total Thriller-versiert seid, dann werdet ihr darüber wahrscheinlich lachen. Aber für mich waren die hier beschriebenen Morde schon sehr, sehr unangenehm. Zum Glück gibt es sehr, sehr viel drumherum, also gerade im Zwischenmenschlichen, in der Art, wie Interviews geführt werden, wie man Beweise findet, wie die Ermittlungsarbeit abläuft. Ich fand das alles sehr nachvollziehbar, auch in der Art, wie viel Zeit vergeht zwischen einem Interview und einem Fund von Beweisen. Ich hatte nie das Gefühl, dass da plötzlich etwas aus dem Nichts hereinfliegt, was irgendwie die gesamte Ermittlungslage ändert. Es geht also nicht darum, dass man von einem spannenden Moment in den nächsten huscht, sondern dass man diese Ermittlungsarbeit begleitet. Also falls ihr Thriller lest, aber überhaupt keine Krimis, dass ihr ungefähr wisst, worauf ihr euch hier einlasst, falls ihr die Reihe nicht eh schon kennt, die ja durchaus schon als Klassiker gilt. Ich persönlich mag die Protagonisten sehr gerne, also insbesondere Lisbeth Salander. Ich habe mich immer gefreut, wenn es um sie ging und man ihr gefolgt ist. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil sie so unkonventionell ist. Und zwar nicht nur klischeehaft in Bezug auf ihr Äußeres, sondern auch in der Art und Weise, wie sie Informationen verarbeitet, wie sie kommuniziert und auch wie sie Lösungen findet. Also ich finde, man spürt auf ganz verschiedenen Ebenen, dass sie anders funktioniert oder denkt. Und das hat mir unheimlich gut gefallen, wie das hier umgesetzt wurde. Das hatte ich so explizit in den Filmen gar nicht in Erinnerung. Da ist mir vor allem das unkonventionelle Äußere aufgefallen, das sie dann umgesetzt haben. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man so sehr spürt im Zwischenmenschlichen, dass Lisbeth Salander anders ist als die allermeisten Menschen. Sie hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Auch Michael Blomqvist ist ein guter Mann, der hat gute Ansichten, der ist ehrlich, der hat einen guten Umgang mit Menschen. Was ich hier nicht so sehr gebraucht hätte, ist der Aspekt, dass er auch ein totaler Frauenheld ist und jede Frau auf ihn abfährt. Und er das dann natürlich genießt, also ich will nicht sagen ausnutzt, denn die Frauen gehen wirklich sehr offensiv an ihn heran und er macht viele Dinge klar in Bezug auf seine persönlichen Verhältnisse mit anderen Frauen und so. Er belügt da niemanden. Aber die Frauen lassen sich trotzdem sehr bereitwillig auf ihn ein, und gerade weil dieser Charakter Michael Blomqvist eben so einige Parallelen zu Stieg Larsson hat, habe ich halt das Gefühl, dass dieser Aspekt auch so ein bisschen damit rein musste, weil Stieg Larsson vielleicht das ganz schön fand. Das hätte ich jetzt persönlich nicht unbedingt gebraucht, aber wie gesagt, grundsätzlich ist er auch ein guter Protagonist, dem ich auch gerne gefolgt bin, einfach ein guter Typ. Und demnach war das für mich eine sehr lohnenswerte und unterhaltsame Lektüre, mal was anderes zu dem, was ich sonst so lese. Ich habe mir auch schon den zweiten Teil des Hörbuchs heruntergeladen und möchte das in Angriff nehmen, wenn ich den Grafen von Monte Cristo endlich durch habe. Ich habe die Filme kaum noch in Erinnerung, also den ersten Teil kenne ich, glaube ich, noch am besten, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was im zweiten Teil passiert. Und demnach bin ich gespannt und kann euch das Buch empfehlen, zumindest wenn ihr dem Genre gegenüber aufgeschlossen seid. Und damit komme ich kurz zu einem Buch, das ich euch bereits spoilerfrei rezensiert habe. Es geht um Von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Die Einzelrezension findet ihr auf meinem Kanal. Ich werde sie euch auch nochmal verlinken. Da gehe ich definitiv ausführlicher auf dieses Buch ein. Ich werde mich jetzt hier nicht unnötig wiederholen. Das Buch erschien Anfang Juli und ich habe bisher nur positive und überschwängliche Stimmen dazu gehört. Also meine Rezension ist da fast schon so ein bisschen zurückhaltend, wobei ich das Buch unheimlich gerne gelesen habe. Es gab einfach nur so ein paar Aspekte an der Geschichte, die ich jetzt nicht
hundertprozentig super fand. Die Geschichte spielt ungefähr 2005 in einer kleinen US-amerikanischen Kleinstadt an der kalifornischen Küste. Wir begleiten den dort ansässigen Polizisten Walker. Er ist mittlerweile Mitte, Ende 40, hat so ein paar Wehwehchen, guckt in der Kleinstadt immer so nach dem Rechten, kennt jeden, der da wohnt und hat so ein besonderes Auge auf Star. Das ist eine Jugendfreundin von ihm, die eben immer noch im Ort wohnt und die so ein bisschen Probleme hat, die immer mal wieder betrunken nach Hause kommt, nicht dazu in der Lage ist, sich um ihre beiden Kinder zu kümmern, die 13-jährige Duchess und der jüngere Robin, und auch immer mal wieder Probleme mit Männern hat. Aufgrund ihrer finanziellen Situation lässt sie sich mal auf die falsche Männer ein, kommt mal mit Blessuren nach Hause, und so hat Walker eigentlich immer ein besonderes Auge auf Star und ihre Kinder. Im Prolog erfährt man, dass es vor 30 Jahren zu einem Unglück im Ort kam. Walker und Star waren da eben Jugendliche und sie waren gemeinsam mit ihrem Freund Vincent unterwegs, und die kleine Schwester von Star ist damals tot aufgefunden worden und Vincent wurde verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Ebenfalls, wie gesagt, ein Freund von Walker und Star. Und jetzt, 30 Jahre später, soll dieser aus dem Gefängnis entlassen werden. Und das Ereignis wirft so seine Schatten voraus. Und als Vincent dann wirklich zurückkehrt in diese kleine Stadt, setzt das einige Ereignisse in Gang, die wir dann im weiteren Verlauf dieser Geschichte hier begleiten. Das hat insbesondere einen großen Einfluss auf das Leben von Duchess und Robin sowie auf Walker. Alle hängen noch so ein bisschen in der Vergangenheit herum, haben das damalige Ereignis, glaube ich, nie so richtig verarbeitet. Und so bringt die Konfrontation mit Vincent auch eine Konfrontation mit der Vergangenheit mit sich. Und das wird so ein bisschen in diesem Buch thematisiert. Außerdem kommt es zu einem weiteren Tod in dieser Kleinstadt, der dann im weiteren Verlauf der Geschichte aufgeklärt wird. Und so ist dieses Buch ein bisschen schwer einzuordnen, was das Genre angeht. Ich würde sagen, es ist Drama und Kriminalroman in einem. Ich glaube, man merkt es schon so ein bisschen durch das Setting. Es hat halt dieses amerikanische Kleinstadt-Feeling, das man auch aus vielen Romanen von Stephen King kennt. Man folgt einer jungen Protagonistin, nämlich Duchess, die es schwer im Leben hatte und versucht zurechtzukommen, die das Leben so ein bisschen abgehärtet hat aufgrund dessen, was sie von ihrer Mutter immer so zu sehen bekommen hat. Sie ist schnell mit den hässlichen Seiten des Lebens konfrontiert worden und ist gleichzeitig fühlt sie sich verantwortlich für Robin und das dass es ihm gut geht. Das heißt, sie muss früh erwachsen werden und das spielt hier eine große Rolle. Dann haben wir eben diesen Walker, diesen Polizisten mit seinen gesundheitlichen Problemen, der auch noch stark in der Vergangenheit hängt, der irgendwie mit seiner Jugendliebe Probleme hat, der eben immer noch an die Ereignisse von vor 30 Jahren denkt, der versucht im Ort alle zusammenzuhalten und nach dem Rechten zu sehen, ist konfrontiert mit Säufern und Schlägern und Leuten, die viel Geld gemacht haben, aber auch mit düsteren Gestalten und Leuten, die so am unteren Ende der Gesellschaft hängen. Und er versucht da so ein bisschen Recht und Ordnung reinzubringen. Also es hat viel von diesen typischen Elementen, die man wahrscheinlich aus Stephen King-Romanen kennt und liebt. Und dieses leicht Klischeehafte, was da so ein bisschen mitschwingt, muss man ganz einfach mögen. Also für mich war das ein Buch, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat beim Lesen, das ich sehr, sehr schnell gelesen habe, obwohl es eben gar nicht so mein favorisiertes Genre ist. Ich hatte auch erwähnt in der Rezension, dass ich vermutlich nicht dazu gegriffen hätte, wenn ich gewusst hätte, dass es viel um so einen Kriminalfall geht. Ich hatte eigentlich den Drama-Aspekt im Zentrum interessanter gefunden und der funktioniert auch wirklich gut und ist unterhaltsam. Also es sind tolle Figuren hier drin, die durchaus trotz ihrer Klischeehaftigkeit authentisch sind. Es gibt tolle Dialoge, die für mich echt wirkten und mir Spaß gemacht haben. Ich habe sehr schnell Anteil genommen am Schicksal der einzelnen Figuren und man spürt wirklich, dass die Vergangenheit eben starken Einfluss auf die Zukunft nimmt und das, was da geschehen soll. Es ist aber vorwiegend aus meiner Sicht ein Buch, das unheimlich gut als Film funktioniert hätte. Also es ist eines dieser Bücher, bei denen man sofort Bilder im Kopf hat, während man es liest, sowohl landschaftlich als auch von den Personen, die beschrieben werden und die aber auch so geschrieben sind, wie man eigentlich einen Film konzipieren würde. Also es ist nicht so, dass das die Art von Literatur ist, die nicht verfilmbar ist, sondern hier steht für mich eher so ein bisschen die Frage im Raum, braucht es überhaupt das Buch, denn es hätte als Film fast noch besser funktioniert. So viel möchte ich jetzt dazu sagen an dieser Stelle. Wenn ihr mehr wissen möchtet in Bezug auf einzelne Aspekte, die mir gefielen oder nicht gefielen, dann schaut sehr gerne in der Einzelrezension vorbei. Damit komme ich zu einem Flop, nämlich Die Glücklichen von Christine Bilkau. In Die Glücklichen begleiten wir nämlich ein Paar, das vor kurzem Eltern geworden ist. Es geht einmal um Isabel, die als Cellistin am Theater arbeitet, sowie Georg, der als Journalist tätig ist. Die Geschichte spielt so um 2008 herum, das heißt, die Wirtschaftskrise ist so ein bisschen Thema in dem ganzen Buch, denn die beiden werden kurz nacheinander den Job verlieren. Isabel hat nämlich Probleme mit ihren Händen, diese fangen unkontrollierbar an zu zittern, wenn sie spielen muss.
Insbesondere dann, wenn sie halt wirklich einen Auftritt hat, wenn sie privat für sich übt, ist das Problem nicht so richtig sichtbar, sondern es ist immer nur dann, wenn es darauf ankommt. Das heißt, hier ist auch die Frage, inwiefern noch psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Und bei Georg ist es so, dass sein Arbeitgeber, also die Zeitung oder das Magazin, für das er arbeitet, aufgekauft wird und danach gibt es eben große Kürzungen in Bezug auf das Personal und er ist eben einer, der entlassen wird. Das heißt, die beiden, die vorher ein sehr gut situiertes Leben geführt haben, sich auch das ein oder andere gegönnt haben, eine schöne Wohnung hatten, für das Kind alles Mögliche vorbereitet haben und ja auch gerne gut essen gegangen sind, beziehungsweise bei den Lebensmitteleinkäufen eben auch nicht so aufs Geld geachtet haben. Diese beiden sind plötzlich arbeitslos und der soziale Abstieg beginnt. Ich hatte sehr, sehr schnell keine Lust mehr auf die beiden, weil ich das Gefühl hatte, dass die bis zu diesem Punkt noch nie eine gewisse Krise hatten in ihrer Ehe und eigentlich auch gar nicht wissen, ob sie krisenfest sind als Ehepartner, die aber trotzdem auf die Idee kamen, auf der Basis schon mal ein Kind zu bekommen, das dann eben auch noch Teil dieses ganzen Konfliktes ist. Das heißt, die beiden sind nicht in der Lage, ehrlich miteinander zu kommunizieren, insbesondere dann, wenn es um Themen geht, die persönliche Schwäche zum Beispiel bedeuten. Also zum Beispiel Isabel ist nicht in der Lage, ehrlich darüber zu sprechen, dass sie diese Probleme mit den Händen hat und welchen Einfluss das nimmt auf ihren Job und ihre mögliche Zukunft, sondern das verheimlicht sie komplett. Dann ist es auch bei Georg so, dass er viele Dinge in Bezug auf die Elternschaft, die ihm vielleicht da passen oder wo er Anpassungsschwierigkeiten hat, dass er die nie mit seiner Frau bespricht. Ich konnte also wirklich nach ein paar Seiten schon nicht so ganz verstehen, warum die beiden es überhaupt so lange miteinander ausgehalten haben und wie sie auf die glorreiche Idee kamen, da jetzt noch ein Kind reinzusetzen in diese Art von Beziehung. Und ich habe mich während der Lektüre darüber auch so ein bisschen auf Instagram aufgeregt und ich habe zahlreiche Nachrichten bekommen von Zuschauern, die mir gesagt haben, ja, aber so läuft es halt nun mal. Und das ist mir bewusst. Also ich weiß, dass viele Beziehungen so ablaufen, dass Leute sich nie wirklich damit beschäftigen, was sind meine Probleme, die ich mitbringe, kann ich daran arbeiten? Müsste ich das eigentlich außerhalb der Beziehung aufarbeiten? Kann mein Partner mich dabei unterstützen, ohne dass ich jetzt erwarte, dass er mir dabei hilft? Wieso versuche ich ein bestimmtes Bild meinem Partner gegenüber aufrechtzuerhalten, obwohl es nicht der Wahrheit entspricht, obwohl ich gerade Hilfe brauche oder in einer Krise stecke? Das sind alles so Dinge, das ist mir bewusst, dass viele Paare das so nicht machen und dass aus solchen Partnerschaften auch ganz oft Kinder entstehen und so weiter, dass es vollkommener Alltag ist, aber es regt mich massiv auf. Ich mag davon nicht lesen und ich finde das wirklich anstrengend. Und das nervt mich auch im Persönlichen, wenn ich solchen Menschen im realen Leben begegne. Deswegen weiß ich nicht, ob ich darüber unbedingt noch lesen möchte. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Auf jeden Fall fand ich den Inhalt hier einfach viel zu trivial. Also es ist sicherlich eine gute Milieustudie für Menschen, die eben irgendwie immer so durchs Leben gegangen sind oder Familie gegründet haben und dann plötzlich kommt irgendwie so ein Hammer, in dem Fall eben Arbeitslosigkeit beider Parteien und alles bricht zusammen und kriselt. Aber ich fand die Geschichte doch zu wenig allgemeingültig und zu individuell in Bezug auf diese beiden Personen und ihr Umfeld. Und ich ziehe da jetzt nichts raus für mich und mein Leben oder irgendetwas, was länger in mir nachhallen wird. Ich fand es vor allem auch so ein bisschen verwunderlich oder befremdlich, inwiefern sich diese beiden ständig mit irgendwelchen anderen Leuten verglichen haben. Also die hatten auch eine ganz große Obsession damit, in die Wohnungen anderer Menschen hineinzuschauen und sich vorzustellen, wie deren Leben so abläuft und das dann zu vergleichen mit ihrem eigenen Leben, sowohl vor dem Jobverlust als auch nachher. Und damit war mir ziemlich schnell klar, dass es einfach keine Menschen sind, mit denen ich irgendwie auf einer Wellenlänge bin, denen ich gerne folge oder von deren Gedanken ich mir irgendwie eine Scheibe abschneiden kann. Und deswegen war das tatsächlich einfach ein Flop, der gut zu lesen war. Deswegen habe ich es auch durchgezogen, aber nichts, was ich euch jetzt empfehlen würde und sicherlich auch nichts, was ich in ähnlicher Weise nochmal kaufen oder lesen werde. Kommen wir zum Großprojekt für den Juli und zwar war das Überbitten von Deborah Feldman. Ihr seht, das ist ein ziemlich umfangreiches Buch, es hat 700 Seiten und ist der Nachfolger zu Unorthodox. Das war für mich ein Jahreshighlight. Ich habe das Buch total geliebt und war demnach auch neugierig auf Überbitten. Hier beschreibt Deborah Feldman die Zeit nach ihrem Ausstieg aus der chassidischen Gemeinde in Williamsburg. Der Ausstieg gestaltet sich natürlich denkbar schwierig. Sie hat ja bereits einen Sohn von ihrem Ehemann und es gibt keine Möglichkeit, sich scheiden zu lassen in dieser Gemeinde. Das heißt, sie muss da erstmal einen größeren juristischen Akt starten und nimmt das Kind erstmal mit. Da gibt es dann so eine gewisse Vereinbarung zwischen ihr und ihrem Ehemann, dass der
Sohn auch ab und zu mal zu seinem Vater kommt. Sie schlägt sich aber komplett alleine durch. Das heißt, die ersten Jahre sind begleitet von großen finanziellen Sorgen in Bezug auf ihre eigene Zukunft. Aber natürlich auch die Frage, wie sie ihrem Sohn einen guten Start ins Leben geben kann. Denn sie möchte ja eben nicht, dass er in der chassidischen Gemeinde mit dem fundamentalistischen Glauben aufwächst und den Beschränkungen, die dort bestehen, sondern sie möchte für ihn ja ein westliches Leben, ein Leben voller Möglichkeiten. Das heißt, sie möchte ihm auch schulisch eben eine andere Bildung ermöglichen und das kostet natürlich alles Geld, das sie nicht hat. Sie selbst spürt natürlich auch gewisse Barrieren in Bezug auf ihre Fortbildung, denn es ist eben deutlich, dass sie nicht so aufgewachsen ist wie alle anderen. Also gerade wenn sie anfängt zu studieren, dann wird ihr klar, dass sie unter ganz anderen Werten aufgewachsen ist als ihre Kommilitoninnen und dass das Einfluss nimmt auf die Akzeptanz, die andere ihr entgegenbringen. Und ein anderer großer Aspekt in diesem Buch ist die jüdische Identität und ihr Glaube. Sie muss ihn quasi komplett neu für sich definieren und erstmal wiederfinden. Sie lehnt eben den fundamentalistischen Glauben, so wie sie ihn aus ihrer Kindheit gewohnt ist, ab. Aber sie hat dazu keine Alternative, außer dass sie weiß, dass der Glaube für sie trotzdem eine große Rolle spielt, sie ihn aber eben neu definieren möchte. Und das ist natürlich auch eine große Aufgabe, die sie begleitet. Genau wie unorthodox ist das also komplett autobiografisch. Es geht um das Leben von Deborah Feldman selbst, das sie hier minutiös und detailliert schildert mit all ihren Gedanken, Gefühlen und den Dingen, die ihr widerfahren in den ersten Jahren nach ihrem Ausstieg. Und demnach ist es ein unglaublich persönliches Buch. Und hier steht mehrfach drin, dass es manche Bücher gibt, die dem Schreibenden mehr bringen als dem Leser. Und ich finde, die Aussage passt hervorragend zu diesem Buch. Also es war eher für Deborah Feldman eine persönliche Angelegenheit, dieses Buch zu schreiben. Sie hat sich da schreibenderweise vermutlich von ihrer Vergangenheit befreit und den Weg in die Zukunft geebnet. Für mich als Leserin ist das immer so eine Gratwanderung, weil es eben sehr, sehr persönlich ist, weil es sehr individuell ist und wenig Allgemeingültiges bietet. Aber trotzdem habe ich die Lektüre sehr genossen und als bereichernd empfunden. Zum einen ist die Sprache ganz hervorragend. Also ich war total begeistert davon, wie Deborah Feldman es schafft, wirklich Gedanken von derartiger Komplexität in Worte zu fassen. Also ich glaube, selbst wenn ich genau das gefühlt hätte, ich hätte es niemals in Worte kleiden können. Und das kann sie. Und demnach ist das für mich sehr beeindruckend gewesen, das Buch zu lesen. Nichtsdestotrotz ist es erzählerisch oftmals ein bisschen umständlich. Und insbesondere im Mittelteil fand ich es auch etwas zäh und langsam. Also es ist unglaublich detailliert, das muss man dazu sagen. Sie lässt wirklich nichts weg und dadurch ist das eine Herausforderung, das zu lesen, insbesondere aufgrund der Sprache und weil es derart komplexe Sachverhalte, Gedanken und Gefühle verarbeitet, aber für mich zumindest auch Gewinn bringt in der Art. Ich habe mir unheimlich viel angestrichen und ich würde auch sagen, dass ich viel gelernt habe. Also obwohl es eben eine individuelle Geschichte ist, gibt es eben trotzdem so Dinge, die wahrscheinlich eher kollektiv verstanden werden können. Insbesondere in Bezug auf das jüdische Selbstverständnis. Also zumindest immer dann, wenn ich von Juden über das Judentum lese, dann wiederholen sich gewisse Dinge und die habe ich hier drin auch wieder gefunden. Es geht ein bisschen um jüdische Geschichte, auch hier ganz viele Aspekte, die mir nicht klar waren und die ich gelernt habe durch dieses Buch. Es geht aber auch um diesen kollektiven Schmerz oder die kollektive Schuld der Überlebenden, die eben nicht den Holocaust erlebt haben, aber eben von Familien abstammen, wo es Überlebende gab, wo es aber auch viele Opfer gab und dieses Gefühl von ich hatte einfach Glück, dass es mich nicht getroffen hat, dass sich das so ein bisschen kollektiv einbrennt in das Bewusstsein der Überlebenden, ist so ein Thema, was ich immer wieder lese. Und als Deutsche fand ich interessant, dass Deborah Feldman sich am Ende in Berlin niederlässt und ihre Gedanken dazu. Also sie bereist mehrfach Europa, weil sie das Gefühl hat, dass es sie auf diesen Kontinent zieht und weil sie sich dort ihren Wurzeln irgendwie verbundener fühlt. Sie bereist ganz viele europäische Länder und schaut nach Überbleibseln, jüdischen Gemeinden und ähnlichem. Und am Ende landet sie in Berlin, was ich außergewöhnlich finde mit der Vergangenheit und auch ihren Gedanken zu dem, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Und sie hebt positiv hervor, wie Deutschland genau diese Kriegsverbrechen aufarbeitet, gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und das war mir in der Form nicht klar. Wir haben ja als Deutsche auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu der Aufarbeitung, zu den Denkmälern, zum Unterricht und allem, wie wir mit dem Thema umgehen. Und das wirklich mal aus ihrer Sicht zu lesen, fand ich äußerst spannend. Also diese Passagen habe ich wirklich mit großer Freude gelesen. Und was ich an Deborah Feldman außerdem wirklich faszinierend finde, ist die extreme Reflexion, mit der sie an alle Themen herangeht. Also der Blick, den sie hat auf den fundamentalistischen jüdischen Glauben, insbesondere die Beschränkung von Frauen, also dass sie
wirklich differenzieren kann zwischen, das ist mein Glaube und den möchte ich behalten, den will ich auch nicht ablegen, aber so wie er ist, ist er nicht gut, und zwar aus den und den Aspekten. Außerdem hat sie einen sehr kritischen Blick auf Israel und allem, was damit zu tun hat. Also sie kann wirklich in verschiedenste minimale Teilbereiche eines komplexen Themas ganz unterschiedliche Meinungen haben. Und ich finde, das sieht man heute viel zu selten. Also es kommt immer mehr zu Pauschalisierung, wie ich finde. Also wenn man ein Thema gut findet, dann muss man aber auch alle Teilbereiche davon gut finden. Wenn man dann einen Aspekt davon kritisiert, dann ist man wieder komplett gegen alles. Also diese Möglichkeit einfach zu sagen, ja, dieses Thema besteht aus 150 Facetten und 93 davon finde ich gut und die anderen finde ich zumindest kritikfähig. Das ist heutzutage eben kaum noch anzutreffen. Natürlich bedeutet das auch sehr viel Arbeit, sich mit jedem dieser Teilaspekte intensiv auseinanderzusetzen, sich darüber eine Meinung zu bilden und sich aus dem, was einem nachher gefällt, etwas Neues zusammenzubauen, eine eigene Ansicht. Und die kann man natürlich nicht in einem Satz jemand anderem vermitteln. Da gibt es eben keine Möglichkeit zu sagen, ja, finde ich grundsätzlich gut oder grundsätzlich schlecht. Man muss dann wirklich immer ins Detail gehen. Und natürlich ist das zeitlich oft nicht möglich. Aber mir hat das so viel Spaß gemacht zu sehen, wie Deborah Feldman wirklich alles auseinandernimmt, was mit ihr selbst, mit ihrem Leben, mit ihrer Identität, mit ihrer Zukunft, mit ihrer Vergangenheit zu tun hat und sich zu all diesen Dingen eine eigene Meinung zu bilden. Das fand ich großartig. Ich habe da gerne von gelesen. Es war eine Herausforderung, es hat lange gedauert, aber für mich hat es sich persönlich gelohnt. Ich habe viele Stimmen gehört, die gesagt haben, unorthodox fand ich großartig, Jahreshighlight, alles super, so ging es mir ja auch. Und die dann über Bitten abgebrochen haben, weil es ihnen zu langatmig wurde. Und ich kann es, wie gesagt, verstehen, denn es ist wirklich äußerst detailliert, es ist äußerst persönlich und individuell, es ist sehr umständlich erzählt zum Teil und oftmals auch mit Details gespickt, die nicht unbedingt nötig wären. Aber es gibt auch so viel Großartiges zu entdecken in diesem Buch. Und deswegen war für mich persönlich die Lektüre sehr bereichernd. Kommen wir zu einem weiteren Hörbuch, das ich im Juli gehört habe, nämlich zu Der Verdacht von Ashley Audrain. Das war eine sehr spontane Aktion. Ich habe mir nämlich den Kingsianer Hangout angeschaut und da sprechen alle vier ja auch immer so ein bisschen über ihre aktuelle Lektüre oder Highlights der letzten Zeit und so. Und Paddy sprach von diesem Buch und das, was sie erzählt hat, hat mich sofort gepackt und ich musste mir das Buch dann auch sofort herunterladen und anhören. Bei Paddy ist es bei mir ganz oft so, sie kann mir einfach alles verkaufen, selbst wenn dieses Buch eigentlich nicht meinem favorisierten Genre entspricht. Die Art, wie sie diese Bücher bespricht, sorgt dafür, dass ich sie unbedingt brauche. Deswegen habe ich in dem Fall nachgegeben und mir dieses Hörbuch besorgt. Hier begleiten wir eine Frau, die zu Beginn der Geschichte in einer Art Prolog durch ein Fenster schaut und ihren Ex-Mann betrachtet, sowie dessen neue Frau und die gemeinsame Tochter. Diese ganze Szene wirkt so ein bisschen seltsam und man weiß nicht so ganz, was es damit auf sich hat. Und das erfährt man dann erst im Verlauf der Geschichte, denn die Frau, die da eben im Auto sitzt und diese Familie beobachtet, wird sich nachher an den Schreibtisch setzen und ein Buch schreiben. Und das ist gerichtet an ihren Ex-Mann. Das heißt, sie schreibt auch in der Du-Perspektive, was sehr, sehr schwierig ist für den Einstieg, wie ich finde. Also man braucht wirklich eine gewisse Zeit, um da reinzukommen. Ich habe auch wirklich in den ersten 10 Minuten gedacht, nee, kann ich nicht lesen, kann ich nicht hören, das funktioniert für mich nicht, ich muss das abbrechen. Ich bin aber dran geblieben und es hat sich im Verlauf wirklich gebessert. Also das kann ich vorwegschicken, falls ihr mit denselben Problemen zu kämpfen habt. Die Frau, die wir begleiten, beschreibt in diesem Buch erstmal, wie sie ihren Mann kennengelernt hat und wie sie dann geheiratet haben und eine Familie gegründet haben und alles, was auf die Geburt ihrer Tochter folgt. Denn die Geburt der Tochter setzt einiges in Bewegung. Es ist nämlich so, dass die Beziehung zu ihrer Tochter nicht unbedingt normal ist. Also man hat es hier mit einer konfliktbehafteten Mutter-Tochter-Beziehung zu tun und das ist nichts Ungewöhnliches in ihrer eigenen Familie. Denn auch sie hatte eine schwierige Beziehung zu ihrer eigenen Mutter und ihre Mutter hatte eine schwierige Beziehung zu ihrer Großmutter. Das heißt, es gibt 3 Generationen in dieser Familie, wo die Mutter-Tochter-Beziehungen nicht funktioniert haben. Und das betrifft jetzt eben auch unsere Protagonistin. Dabei ist nicht so ganz klar, woran es liegt. Also es ist so, dass die Protagonistin erst gar keine Kinder haben möchte und dann aber irgendwie durch die Beziehung mit ihrem Mann diese Meinung ändert und dann eben schwanger wird und diese Tochter bekommt. Und als allererstes stellt sich schon mal nicht so dieses typische Gefühl von Liebe ein. Es ist dabei aber durchaus so, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Also man hat nicht nur das Gefühl, dass die Mutter nicht in der Lage ist, das Kind zu lieben, sondern es ist auch so, dass ziemlich unklar ist, ob das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Also auch die Tochter scheint
kein besonders liebevolles Verhältnis zu ihrer Mutter zu haben und sie eher als Mittel zum Zweck zu sehen. Das heißt, hier spielt auch noch so ein bisschen die Frage eine Rolle, was ist mit diesem Kind los? Und das war für mich auch ein sehr interessanter Aspekt, denn es führt sehr schnell zu einer sehr unangenehmen Atmosphäre. Also man vertraut der Protagonistin nicht so richtig in Bezug auf das, was sie erzählt. Und gleichzeitig hatte ich aber auch nie eine Sympathie für diese Tochter oder wollte sie in Schutz nehmen, sondern ganz im Gegenteil. Ich fand die Tochter auch gruselig und wollte mit der nicht viel zu tun haben. Und so war das eine Situation, die eine sehr unangenehme Atmosphäre hervorgerufen hat. Ich würde auch sagen, dass dieses Buch so ein bisschen in die Richtung Suspense geht. Also man bekommt zusammen mit der Protagonistin so ein unangenehmes Gefühl von, ich kann aus der Situation nicht entfliehen, denn sie kann ihre Tochter nicht einfach verlassen, ohne danach irgendwie stigmatisiert zu werden. Das heißt, es wird von ihr verlangt, die Mutter für diese Tochter zu sein, auch wenn das Zusammenleben der beiden überhaupt nicht funktioniert und beiden auch nicht gut tut. Und es ist durchaus so, dass sich die Geschehnisse im Verlauf der Geschichte verschlimmern und konkretisieren. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Interessant ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Buches. Also es geht offensichtlich im Kern um Mutterschaft. Es geht dabei immer wieder darum, dass Müttern ihre Gefühle abgesprochen werden, insbesondere dann, wenn sie nicht positiv sind in Bezug auf ihre Kinder. Also da habe ich auch ein Interview gelesen von der Autorin, dass sie das eben hervorheben möchte, dass man von Müttern eigentlich immer nur eine Art der Aussage erwartet, nämlich alles ist super, ich schaffe das, es ist zwar anstrengend, aber wenn das Kind mich einmal anlächelt, dann ist alles wieder vergessen und ich liebe niemanden so sehr wie mein eigenes Kind. Und genau wenn diese Worte oder Sätze nicht fallen, sondern es eher so ein bisschen in die andere Richtung geht, so nach dem Motto, ich bin überfordert, ich brauche Hilfe, ich habe das Gefühl, etwas stimmt nicht und so weiter, dass Mütter dann nicht ernst genommen werden, dass man ihnen dann sagt, ja, das wird schon alles oder das sind die Hormone oder wart mal ab, bis das Kind ein bisschen größer ist und all diese Dinge, dass man ihnen eben nicht zutraut, die Situation vernünftig einschätzen zu können. Das heißt, auch wenn es Probleme gibt mit den Kindern, dass es am Ende immer die Schuld der Mutter ist. Auch das ist so ein großes Ding, was sich hier durchzieht, dass man ihr am Ende immer da die Schuld für gibt, dass sie sich eben nicht gut genug um das Kind kümmert, nicht liebevoll genug ist und dadurch dann auch das Kind sich entsprechend verhält, was womöglich sein kann. Wie gesagt, man kann der Protagonistin auch nicht in allen Dingen so richtig trauen oder man ist zumindest immer hin und her gerissen. Es zeigt im Endeffekt die schönsten und auch die schlimmsten Seiten von Mutterschaft. Also es ist so, dass es nicht nur diese negativen Aspekte gibt, die jetzt in Bezug auf die Tochter beschrieben werden, sondern es gibt auch die schönen Aspekte. Was aber sich durchzieht, ist immer eine sehr, sehr unverblümte Ehrlichkeit in Bezug auf Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft und ähnliches. Also es gibt da jetzt keinen rosa Zuckerguss, der auf alles draufkommt, sondern es ist schon schonungslos ehrlich. Und so war die Sprache in Bezug auf alles, was damit zu tun hat, für mich schon fast so ein bisschen zu intim. Also ich bin ja jemand, der sich dafür entschieden hat, keine Kinder bekommen zu wollen. Und demnach will ich auch gar nicht so viel darüber wissen. Und gerade in dem Detailgrad, wenn es um die unschönen Dinge geht, war das mir fast ein bisschen zu viel. Ich schätze aber lieber diesen Blick als einen, der das alles zu positiv sieht. Von daher war das irgendwo okay, aber es war teilweise schon ein bisschen grenzwertig für mich. Und demnach glaube ich auch, dass man dieses Buch mit Vorsicht genießen sollte, wenn man quasi gerade schwanger ist, ein Kind erwartet oder ein Kind plant oder eben erst vor kurzem ein Kind bekommen hat. Also ich denke schon, dass das ein sehr unangenehmes Buch ist in dieser Situation. Deswegen würde ich das persönlich jetzt nicht empfehlen, ohne dass ich da jetzt mit eigenen Erfahrungswerten irgendwie punkten könnte, aber den Eindruck hätte ich zumindest. Grundsätzlich kann ich dem Buch aber keine 5 Sterne geben, obwohl es mir insgesamt gut gefiel, weil eben das zentrale Thema Mutterschaft ist. Wusste man wahrscheinlich vorher, aber ich kann kein Buch, das sich rund um dieses Thema dreht, und zwar ausschließlich um dieses Thema dreht, mit 5 Sternen bewerten, weil mich dafür das Thema einfach zu wenig interessiert. Und ich finde auch, dass es so im zweiten Drittel echt ein bisschen langweilig wurde. Das erste Drittel fand ich richtig gut, da war ich richtig gepackt. Ich habe teilweise auch innegehalten beim Putzen, weil ich irgendwie in dieser Szene gerade gefangen war und wissen wollte, was jetzt gleich passiert. Es war unheimlich spannend und bedrückend. Die zweite Hälfte hat an Spannung verloren. Es passierte nicht mehr viel. Es war irgendwie dann auch so ein bisschen alltäglich und er hat sich um Themen gedreht, die mich persönlich jetzt nicht so interessieren. Und dann war lediglich wirklich das Ende wieder ein richtiger Hammer, aber wirklich mehr oder weniger der letzte Satz. Und das war's. Das heißt, es war auch so ein bisschen durchwachsen in Bezug auf den Spannungsverlauf. Und deswegen war es für mich jetzt kein neues Highlight, aber auf jeden Fall ein tolles Hörbuch, das ich euch in der Form auch empfehlen kann. Ja, und dann habe ich zu guter Letzt noch 3 Comics gelesen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar zum einen
Batman Year One. Es sind übrigens alles drei Batman-Comics, die ich euch gleich zeige. Also falls euch das Thema so gar nicht interessiert, könnt ihr an der Stelle vermutlich abschalten. Das Buch stammt aus dem Jahr 1987 und sollte ein Neustart für die originale Geschichte von Batman sein, keine Neuinterpretation, also es sollte nichts verändert werden, weil die Geschichte an sich gut war, aber es sollte so ein bisschen an Komplexität gewinnen und die Figuren sollten etwas vielschichtiger werden und es sollte eben einen modernen Anstrich bekommen. Denn die originalen Batman-Comics stammen aus dem Jahre 1939 und damit haben wir hier 47 Jahre später eben eine Neuauflage der Geschichte. Und damit ist das sicherlich ein leichterer Einstieg in die Batman-Geschichte als mit den Original-Comics von 1939. Nichtsdestotrotz muss man eben im Hinterkopf behalten, dass es aus den 80er Jahren ist und eben auch nicht mehr das Neueste. Die Geschichte beginnt mit dem Amtsantritt von Gordon bei der Polizei von Gotham City sowie mit der Rückkehr von Bruce Wayne, nachdem er 20 Jahre im Ausland verbracht hat, und beschäftigt sich mit dem ersten Jahr nach diesen beiden Ereignissen. Und in diesem Jahr wird Bruce Wayne zu Batman. Und Gordon versucht als guter Cop, der er nun mal ist, so kriminelle und korrupte Strukturen aufzubrechen und seinen eigenen Weg durchzusetzen bei der Polizei von Gotham City. Ihr wisst es mittlerweile, wenn ihr mir folgt, ich bin sehr, sehr versnobbt und anspruchsvoll, wenn es um Optisches geht, wenn es um Illustrationen geht, um Bilder und allem Möglichen, was man so in gedruckter Form produzieren kann, und demnach bin ich auch bei Comics enorm kritisch. Das ist ebenfalls einer, der aus der Prä-Computer-Ära stammt. Das heißt, auch hier kann man jetzt nicht die Präzision und Farbbrillanz erwarten, die man mit moderner Technik erreichen kann. Außerdem wurde der Comic damals auf Zeitungspapier gedruckt, was grundsätzlich eine beschränkte Farbauswahl bedeutet, denn Zeitungspapier schluckt viele Farben und so kann man da bestimmte Farbtöne und Abstufungen überhaupt nicht darstellen, weswegen auch hier die Koloration vereinfacht ist. Es ist also mal wieder optisch nicht das, was ich als Augenweide beschreiben würde oder was mir persönlich jetzt total gut gefällt. Es war aber auch nicht furchtbar. Also ich habe das mit dem Wissen im Hintergrund dann auch genießen können, aber es ist natürlich nichts, wo ich einfach aufschlage und denke, wow, dieses Bild ist so großartig, da möchte ich jetzt irgendwie eine Stunde drauf starren. So ist es nicht. Dieser Comic ist sehr actionreich, also es gibt auf den wenigen Seiten wirklich viele spannende Szenen mit einer hohen Dynamik, die wirklich niemals Langeweile aufkommen lassen. Das hat mich fast ein bisschen verwundert, dass so wenig geredet und so viel getan wird. Ich habe den Comic also auch in einem Rutsch gelesen, habe mich da in keiner Weise gelangweilt und kann mir vorstellen, dass das wirklich für die damalige Zeit auch großartig war. Es hat natürlich so ein bisschen den Nebeneffekt, den ich als Kritikpunkt nennen würde, dass es für mich eben nicht den Tiefgang und die Komplexität hatte, den ich davon erwartet habe. Also Bruce Wayne ist mehr oder weniger instant irgendwie zu Batman geworden. Also da hätte ich mir irgendwie einen längeren Prozess gewünscht und grundsätzlich hatte ich zu wenig Anteil an seinen Gedanken und Gefühlen in Bezug auf das, was er sich da vornimmt und was das für ihn bedeutet. Ich hatte den Eindruck, dass man viel häufiger den Alltag von Gordon begleitet, so ein bisschen Hintergründe erfährt zu seiner Ehe, zu seiner familiären Situation und den Problemen, die da herrschen. Und passend dazu hätte ich mir mehr solche Szenen auch von Bruce Wayne bzw. Batman gewünscht. Außerdem fehlte mir hier leider komplett der Detective-Aspekt von Batman. Also es wird ja eigentlich immer darauf hingedeutet, dass Batman auch ganz gut ist in Bezug auf Spurensuche und herausfinden, wo sich jemand aufhält und so weiter. Aber hier immer dann, wenn Batman in Erscheinung tritt, dann hat er im Endeffekt die Person schon gefunden, den Ort schon gefunden und ja, dann folgt im Endeffekt eine Kampfszene. Ich hätte mir gerne mehr Detective-Arbeit gewünscht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch nicht im ersten Jahr so richtig ein Thema ist, dass er daran vielleicht auch erst besser wird in der Zusammenarbeit mit Gordon. Aber dann frage ich mich, wie hat er überhaupt die Informationen erhalten, wo sich die Leute gerade aufhalten, wo er zuschlagen kann und wie er seinen Zuschlagen dann auch plant. Also man spürt schon, dass er das hier gut durchdenkt, wie er auftritt mit Blendwerk und ähnlichem. Das heißt, er muss sich vorher einen Eindruck verschafft haben, wie die Situation vor Ort ist. Und da hätte ich gerne mehr erfahren, wie er das anstellt. Also ich mag halt den Detective-Aspekt total gerne an Batman als Superheld. Deswegen fand ich das ein bisschen schade. Und ein weiterer, ja, man kann nicht sagen Kritikpunkt, schon irgendwie, es ist halt leider Zeitgeist, ne? Also wie gesagt, das entstand hier in den 80er Jahren. Ich hatte schon den Eindruck, dass hier so ein bisschen Rassismus, Sexismus eine Rolle spielt, der so ein bisschen unreflektiert hier drin steckt. Wahrscheinlich einfach als Auffassung der damaligen Zeit oder derjenigen, die das Werk hier haben entstehen lassen, ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen und will ich demnach vorwegschicken. Nichtsdestotrotz ist das halt ein Klassiker, wenn man von den Batman-Comics spricht und es ist sicherlich ein einfacherer Einstieg, als wenn man sich die originalen Comics von 1939 vornimmt.
Und dann führte wirklich kein Weg daran vorbei, dass ich meine große Liebe nochmal zur Hand nehme, und zwar den Harleen-Comic von Stjepan Sejic. Ich habe das Buch bereits im letzten Jahr gelesen. Das war ein riesiges Highlight für mich. Da habe ich die deutschen Bände gelesen. Hier habe ich jetzt die englische Ausgabe, wo alle drei Bände in einem sind. Und zwar mit diesem großartigen Cover mit dem transparenten Schutzumschlag, den man abnehmen kann. Und wo man darunter eben Harleens Gesicht ohne Maske sieht. Ich liebe diesen Comic und ich wusste, ich werde ihn in kürzester Zeit nochmal lesen. Das habe ich jetzt getan, diesmal eben in der englischen Originalfassung. Hier begleiten wir Dr. Harleen Quinzel, die als Kriminalpsychologin einen neuen Ansatz entwickelt, um Straftäter zu rehabilitieren, und sie hat die Chance, diesen Ansatz im Arkham Asylum einmal zu erproben. Sie darf dort Interviews führen mit den größten Superschurken und führt dabei unter anderem Gespräche mit Joker, zu dem sie dann eine sehr besondere Beziehung aufbaut. Sie lässt ihn im Endeffekt zu nah an sich heran, verliebt sich in ihn und wird am Ende zu Harley Quinn, die wir sicherlich auch alle aus dem Batman-Universum kennen. Ja, für mich, wie gesagt, ein Reread. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben beim letzten Mal. Ich gebe ihm auch dieses Mal 5 Sterne. Ich liebe diese Geschichte. Ich könnte sie auch jetzt erneut lesen. Ich finde das einfach großartig. Ich liebe den Zeichenstil. Das ist exakt das, was ich eben an dem Batman-Comic kritisiert habe. Das hier ist digital erstellt. Dadurch sind die Farben besser. Es gibt mehr Details. Es ist deutlich präziser. Und es ist eben auch ein Stil, den ich persönlich sehr ästhetisch finde, den Stil von Stjepan Sejic, den kann ich schlicht und ergreifend nur als schön beschreiben. Also hier habe ich dann tatsächlich den Fall, dass ich mir mehrere Bilder minutenlang anschaue, weil sie so großartig konzipiert sind. Es ist außerdem sehr witzig, es hat Horrorelemente, es ist gleichzeitig auch sexy in bestimmten Szenen und es ist einfach sehr variantenreich und das gefällt mir unheimlich gut. Es gibt sehr clevere Kompositionen, die Bezug nehmen auf die Zukunft oder Vergangenheit, auf bestimmte Symbole, die man aus dem Batman-Universum kennt. Also es ist wirklich gut durchdacht. Und ich finde, das ist auch selten, dass man so ein Gesamtpaket hat, wo jemand sowohl eine gute Geschichte schreiben kann, als auch sie optisch derart ansprechend umsetzen kann. Und deswegen möchte ich von Stjepan Sejic auch gerne noch andere Comics lesen, weil ich die Arbeit dieses Menschen unbedingt unterstützen möchte. Der einzige Kritikpunkt, den ich daran vielleicht geben kann, ist die Tatsache, dass er eben einen sehr eigenen Stil hat und dass sich dieser auch sehr eindeutig wiedererkennen lässt. Das ist jetzt erstmal kein Kritikpunkt, das ist, glaube ich, auch etwas, was jeder Künstler für sich schaffen möchte. Allerdings habe ich das Gefühl, dass seine Frauenfiguren schon immer alle sehr ähnlich aussehen. Wenn man böse ist, würde man vielleicht auch so sagen, sie sehen mehr oder weniger gleich aus, nur dass sie vielleicht eine andere Frisur haben. Aber so diese ganze Mimik im Gesicht und die Proportionen im Gesicht sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es natürlich auch ganz unterschiedliche Frauentypen gibt, die man hier, glaube ich, nicht so recht wiederfindet. Andererseits denke ich dann immer an Mangas und wie gleich die sich alle aussehen, noch nicht mal innerhalb eines Mangaka, sondern auch Manga-übergreifend sehr ähnlich aussehen, dass ich mich dann immer frage, ist das jetzt ein valider Kritikpunkt, wenn jemand seinen eigenen Stil gefunden hat und die Figuren wiedererkennbar sind? Da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich wollte es auf jeden Fall hier lassen. Ich hatte halt mal so ein paar andere Comicreihen von Stjepan Sejic mir angeguckt und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe Harleen in den Gesichtern wieder, weil das war jetzt der Comic, den ich als erstes gelesen habe von ihm. Und ich sehe ihr Gesicht in den Gesichtern der anderen weiblichen Protagonisten. Und das, weiß nicht, das hat mich in dem Moment irgendwie so ein bisschen gestört, weil das Individuelle weg ist. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das bei Comics wirklich so ungewöhnlich ist oder bei Mangas oder bei anderen grafischen Werken. Deswegen ringe ich da noch ein wenig mit mir, ob ich das jetzt als Kritikpunkt sehe oder nicht. Ich bin auf jeden Fall so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe versucht herauszufinden, ob Stjepan Sejic noch mehr in die Richtung plant im Batman-Universum, und ich habe eine großartige Neuigkeit erfahren, und zwar auf seinen eigenen Profilen. Und zwar hat er ursprünglich das Ganze so konzipiert, dass es 3 Trilogien sind. Das ist quasi die erste Trilogie, die sich damit beschäftigt, wie sich Harleen und der Joker kennenlernen und sie eben zu Harley Quinn wird. Dann soll es die 2. Trilogie geben, wo es darum geht, wie die beiden eben Verbrechen verüben, gemeinsam unterwegs sind und so weiter, halt so wie Bonnie und Clyde so ein bisschen. Und die 3. Trilogie soll sich dann darum drehen, wie sich beide wieder voneinander entfernen und vielleicht Harleen auch zu ihrem alten Leben zurückfindet oder so, ohne da jetzt irgendwas interpretieren zu wollen. Aber das wäre großartig. Ich wäre auf jeden Fall Käuferin. Ich möchte das unbedingt, dass es damit weitergeht. Und ich kann mir dieses Konzept auch unglaublich gut vorstellen. Also jetzt dann 3
Bände über das wilde Leben der beiden als Verbrecher in Gotham City mit allem, was damit zu tun hat. Wahrscheinlich wieder mit Batman, der da irgendwie mal eine Rolle spielt und so. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und dann halt eben diese letzte Trilogie, wo es vielleicht darum geht, dass Harley Quinn alles so ein bisschen in Frage stellt und vielleicht wieder zu ihrem alten Leben zurückfindet, vielleicht ein bisschen reflektiert und so weiter. Also das wäre großartig. Ich wäre jetzt schon totaler Fan, wie ihr hört, und hoffe, dass das so stattfindet. Es ist natürlich immer die Frage, inwiefern das DC Black Label da auch Unterstützung bietet und dem Künstler den Raum schafft, um das Ganze auch umzusetzen. Aber er hat halt schon so ein paar Bilder dazu gezeichnet und ich will es unbedingt lesen. Das heißt, ich warte mit Spannung darauf, dass das passieren wird. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass ich mir das sowohl im Englischen kaufe als auch in der deutschen Variante, zumindest wenn das sich optisch an dem orientiert, was schon erschienen ist, dann würde ich mir das gerne komplett ins Regal stellen. Wie gesagt, ich möchte den Künstler da auch gerne unterstützen und ja, was soll ich sagen, ich fand es wieder großartig. Der letzte Batman-Comic und auch das letzte Buch für diesen Lesemonat ist dann Joker von Brian Azzarello. Die Geschichte beginnt damit, dass Joker mal wieder aus dem Arkham Asylum entlassen wird und sich zurückbegibt in die Unterwelt von Gotham City. In der Zeit seiner Abwesenheit, während er inhaftiert war, haben die großen Bösewichte das Geld von Joker untereinander aufgeteilt und auch so ein bisschen die Gebiete untereinander aufgeteilt. Das heißt, sie sind nicht unbedingt begeistert davon, dass Joker zurück ist und jeder hat so ein bisschen Angst vor Jokers Rache und versucht, sich mit ihm gut zu stellen. Joker hat dabei einen neuen Handlanger, aus dessen Sicht die Geschichte auch erzählt wird. Das ist im Endeffekt ein kleiner Krimineller, der auch erst vor kurzem aus der Haft entlassen wurde und der sich für diesen Job gemeldet hat, weil er sich davon Anerkennung erhofft. Also durch die Nähe zum Joker erhofft er sich Ehrfurcht durch andere, einen Aufstieg im Universum der Kriminellen von Gotham City. Und demnach lässt er sich auf diesen Job ein, wobei er relativ schnell feststellen muss, dass die Gerüchte über Joker wahr sind und dass er eben nicht einfach nur ein brutaler Verbrecher ist, sondern dass er tatsächlich geisteskrank ist und dass er unberechenbar ist. Und nach stellte sich die Frage, ob das wirklich die richtige Entscheidung war und ob er sich damit nicht selbst in große Gefahr begibt, dass er sich so nah an den Joker herantraut und ihn bei allem unterstützt. Und Sinn hinter dem Ganzen war eben ein Porträt von Joker, wobei dieses eben nicht aus der Sicht von Joker selbst erzählt werden sollte, weil man eben schwer eine Geschichte erzählen kann aus der Sicht von jemandem, der unzurechnungsfähig ist und unberechenbar, sondern dass es oftmals ja noch gruseliger wirkt, wenn das aus Sicht von jemandem geschildert ist, der ihn nur beobachtet und eben genauso wenig weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Konzept dahinter. Der Zeichenstil ist sehr speziell und damit meine ich wirklich sehr, sehr speziell. Er hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert, aber mir persönlich hat er nicht so hundertprozentig gefallen, also zumindest in den meisten Bildern. Der Schattenwurf ist extrem hart und teilweise wirkt das schon fehlerhaft, als wäre es so nicht gedacht. Also es entsteht so eine ganz seltsame Textur, insbesondere in Haut und in Kleidung. Und gerade bei Haut wirkt es eben so, als wären da einfach Lücken. Also da wird Schatten geworfen, wo gar kein Schatten fallen kann. Und dann ist der wirklich komplett schwarz, also 100% schwarz. Und wirkt dadurch wirklich ganz komisch und wie gesagt, so ein bisschen, als würde da eigentlich was fehlen. Es gibt einzelne Bilder, die deutlich detaillierter sind und da gefiel mir dann auch der Stil deutlich besser. Es ist insgesamt ein sehr dreckiger Stil, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ist, in der man da denken kann. Also es ist wirklich nicht ästhetisch in dem Sinne, aber soll es auch gar nicht sein und es passt aus meiner Sicht auch zu dem brutalen Inhalt dieser Geschichte. Aber wie gesagt, die etwas detaillierter ausgearbeiteten Bilder haben mir deutlich besser gefallen. Und wenn der gesamte Comic in dem Stil gewesen wäre, dann hätte ich ihn optisch auch angenehmer empfunden. Und so war es wieder ein Comic, der mich optisch eben nicht komplett überzeugen konnte. Inhaltlich fand ich es ein bisschen schade, dass hier wirklich ein Joker gezeichnet wurde, der wirklich verrückt ist und blutrünstig und brutal ist, der aber wenig psychologischen Horror mitbrachte, der wenig manipulativ ist, der wenig durchdenkt, sondern hier wirklich eher so einer, der keine Impulskontrolle hat und der sehr schnell in Zorn gerät und dabei wirklich ganz brutale Morde und Verbrechen begeht. Aber für mich war das nicht diese Art von Wahnsinn, wo jemand sehr ruhig wird und wo man Angst hat vor dem, was gerade in dessen Kopf vor sich geht, weil ich immer das Gefühl hatte, er denkt in diesen Situationen gar nicht nach, sondern handelt einfach instinktiv
Und das ist furchtbar und brutal, was er dann tut, aber es hatte nicht diesen psychologischen Horror, den ich eigentlich am Joker interessanter finde. Aber so ist das eben, die einzelnen Figuren in einem solchen Universum können unterschiedlich interpretiert werden. Das ist ja eigentlich auch eine Chance, um einfach mal neue Perspektiven zu finden. Mir persönlich gefällt aber ein Joker besser, der am großen Chaos interessiert ist und für den das Töten da ein notwendiges Mittel ist, was ihm jetzt nicht ungelegen kommt, aber wo er jetzt nicht den am Töten selbst die große Freude hat, sondern an dem Chaos, das es anrichtet, wenn man die richtigen Personen tötet, der dabei vielleicht sogar gewisse Ansichten in Bezug auf die Gesellschaft oder Gotham City hat, die man sogar nachvollziehen kann, vielleicht sogar gar nicht mal unsympathisch finde. Den finde ich viel spannender als einen Joker, wie er hier beschrieben ist, der einfach nur böse ist, an dem keine guten Seiten existieren und der wirklich von einem vom Anfang bis zum Ende nur Dinge tut, die man verurteilen möchte. Und das fand ich ein bisschen schade. Es hatte für mich also wenig Vielschichtigkeit, die ich mir vom Joker als Person eben eigentlich wünsche. Wahrscheinlich war das Ziel dieses Comics, was auch okay ist. Wenn Leute den Joker gerne so lesen, dann werden sie hier auf ihre Kosten kommen. Für mich war es eben nicht hundertprozentig das, was ich mir erhofft habe. Und damit bin ich am Ende meines Lesemonats Juli angekommen, habe euch 9 Bücher gezeigt. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir zu den gezeigten Büchern eure Meinung in den Kommentaren dalasst und wir uns darüber austauschen können. Gerne könnt ihr mir auch eure Leseempfehlungen dalassen, vielleicht in Bezug auf das Batman-Universum oder andere Bücher, von denen ihr meint, dass ich sie großartig finden werde. Ich freue mich da immer über eure Empfehlungen. Und damit hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!